Zwergenfürst liest Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien. Beim Nordpol, 2. Dezember 1933. Liebe Geschwister, hier ist es endlich eiskalt geworden. Es ist viel los und wir arbeiten schwer. Von euch sind ja ganz viele Briefe eingetroffen. Vielen Dank. Eure bisherigen Wünsche habe ich mir aufgeschrieben. Aber ich denke, da kommen noch mehr. Fast habe ich nicht mehr genügend Boten, die Kobolde haben. Aber ich habe nicht die Zeit, euch zu erzählen, was hier Aufregendes los war. Hoffentlich finde ich später die Zeit für einen Brief. Grüßt John ganz herzlich, wenn ihr ihn seht. Euch alles Liebe und Priscilla einen dicken Kuss. Sagt ihr, dass mein Bart wunderbar weich ist, weil ich mich noch nie rasiert habe. Noch 3 Wochen bis Heiligabend. Euer Nikolaus Weihnachtsmann. Kopf hoch, ihr Kerle und Kerlinnen, wenn das die wirkliche Form ist. Der Spaß geht los. Gruß, euer Polarbär. Klippenhaus beim Nordpol, 21. Dezember 1933. Meine Lieben, wieder mal Weihnachten. Und ich habe neulich im November schon fast gedacht, es würde in diesem Jahr gar nicht Weihnachten werden. Der 25. Dezember natürlich, der würde kommen, aber nichts von eurem alten Großvater am Nordpol. Kobolde, der schlimmste Überfall, den wir seit Jahrhunderten hatten. Sie waren ja schon die ganze Zeit schrecklich wütend, wie sie voriges Jahr mit grünem Rauch betäubt und ihnen ganzes zusammengestohlenes Spielzeug weggenommen haben. Ihr wisst doch noch, die roten Wichtel haben damals versprochen, mit ihnen aufzuräumen. Und am Neujahr war auch wirklich kein einziger Kobold mehr zu finden. In keinem Loch und keine Höhle. Aber ich habe gleich gesagt, die tauchen wieder auf. Wenn auch vielleicht erst in 100 Jahren. So lange haben sie nicht gewartet. Sie müssen von überall in der Welt ihre garstigen Freunde aus den Bergen zusammengetrommelt haben und den ganzen Sommer über am Werk gewesen sein, während wir am schläfrigsten waren. Diesmal kamen sie fast ohne Vorwarnung. Polarbär wurde kurz nach Allerheiligen äußerst unruhig. Jetzt behauptet er, er habe einen unangenehmen Geruch bemerkt. Aber wie immer hat er kein Wort davon gesagt. Er habe mich nicht beunruhigen wollen, sagte er. Er ist wirklich ein lieber alter Kerl. Diesmal hat er ganz entschieden das Weihnachtsfest gerettet. Er hat sich nämlich in der Küche schlafen gelegt, mit der Nase zur Kellertür, wo es über die Haupttreppe zu einem großen Vorratslager hinuntergeht. Eines Nachts, so um Christophers Geburtstag herum, wurde ich plötzlich wach. Im Zimmer quiekt und zischt es. Das roch ganz abscheulich. Denkt nur, in meinem eigenen, allerbesten Zimmer, dass ich mir gerade ganz grün und dunkelrot wunderschön eingerichtet hatte. Auf einmal sah ich am Fenster ein freches kleines Gesicht. Da wurde ich wirklich ganz aufgeregt. Denn mein Fenster ist hoch über der Klippe. Und das bedeutet, dass da Kobold auf Fledermäusen ritten. Was wir seit der Koboldschlacht im Jahre 1453, von der ich euch ja berichtet habe, nicht mehr erlebt haben. Ich war gerade erst wach,
als tief unter mir in den Lagerkellern ein schreckliches Gedöse losbrach. Was ich dann sah, als ich unten ankam, nachdem ich gleich auf der Fußmatte auf einen Kobold getreten war, das wäre zu umständlich beschrieben. Darum habe ich ein Bild davon zu zeichnen versucht. Waren aber mindestens 1000 Kobolde, nicht bloß 15. Aber du kannst ja wohl kaum verlangen, dass ich 1000 male. Polarbär stampfte und trappelte zwischen ihnen herum, kniff und quetschte sie, schlug sie bewusstlos oder schleuderte sie mit Fußtritten hoch in die Luft. Dabei brüllte er wie ein ganzer Zoo. Und die Kobolde kreischten wie Eisenbahnlokomotiven. Polarbär war einfach großartig. Genug um den Bart gestrichen. Ich hatte auch einen Riesenspaß dabei. Nun, es ist eine lange Geschichte. Der Kampf dauerte über 2 Wochen. Und es sah schon so aus, als würde mein Schlitten dieses Jahr im Schuppen bleiben. Die Kobolde hatten einen Teil der Vorräte in Brand gesteckt und mehrere Wichtel zur Sicherheit unten schliefen gefangen genommen. Bis dann Polarbär mit weiteren Wichteln kam und zugleich noch bevor ich unten war, 100 Kobolde getötet hatte. Als wir das Feuer gelöscht und die Kobolde aus dem Keller und Haus vertrieben hatten, ich habe keine Ahnung, was sie in meinem Zimmer gesucht haben, außer dass sie vielleicht mein Bett in Brand stecken wollten, ging der Kampf aber immer noch weiter. Im Mondlicht draußen war der Boden schwarz vom Kobold. Als wir hinausschauten und sie hatten auch manche Stellen aufgebrochen und waren mit den Rentieren auf und davon, ich musste meine goldene Trompete blasen. Und das habe ich seit Jahren nicht mehr getan. Und alle meine Freunde herbeizurufen. Jede Nacht griffen sie aufs Neue an und legten Feuer in meine Vorräte, bis wir endlich die Oberhand gewannen. Etliche meiner lieben Lilbchen, fürchte ich, sind dabei verletzt worden. Zum Glück haben wir aber nicht allzu viel verloren, außer meiner besten Kordel aus Gold und Silber und Packpapier und den Schachteln für die Stechpalmenzweige. Von denen habe ich nun fast keine mehr. Und es mangelt mir auch sehr an Booten. Viele meiner Leute sind immer noch unterwegs. Hoffentlich kommen sie heil zurück, um die Kobolde, die am Leben geblieben sind, aus dem Land zu jagen. Meine Rentiere sind aber alle gerettet. Wir sind froh darüber und haben uns wieder beruhigt. Und nun fühlen wir uns viel sicherer. Bestimmt vergehen Jahrhunderte, bis wir wieder Ärger mit den Kobolden kriegen. Dank Polarbär und den Wichteln können nicht sehr viel übrig geblieben sein. Und dank der Weihnachtsmann könnte ich noch mal und hätte Zeit, es zu üben. Ihr habt ja gar keine Ahnung, was der Alte alles macht. Blitz und Feuerwerk und Kanonendonner. Polarbär ist wirklich sehr fleißig gewesen und hat geschuftet für 2. Aber in der eine hat er ein paar Mädchensachen mit den Geschenken für die Jungen durcheinander gebracht. Ich hoffe, es ist wirklich alles richtig sortiert. Aber solltet ihr hören, dass jemand sich eine Lokomotive gewünscht hat, stattdessen einen Puppen bekommen hat, dann wisst ihr wieso. Gerade sagt mir Polarbär, dass das nicht stimmt. Uns ist doch eine Menge Eisenbahnsachen abhanden gekommen. Darauf sind die Kobolde immerhin besonders scharf. Und was wir davon zurückbekommen haben, ist beschädigt und muss neu angemalt werden. Das wird ein arbeitsreicher Sommer im nächsten Jahr. Nun, euch allen fröhliche Weihnachten. Ich wünsche euch eine glückliche Zeit. Ihr werdet es bald feststellen, dass ich mir eure Briefe aufmerksam durchgelesen und euch geschickt habe, was ihr wolltet. Meine Bilder gefallen mir dieses Jahr nicht besonders gut, obwohl ich mir ziemlich viel Zeit für sie genommen habe.
mindestens 2 Minuten. Polarbär sagt, ich verstehe nicht, warum ein Haufen Sterne und Bilder von Kobolden im Schlafzimmer so entsetzlich lustig sein sollen. Trotzdem, ich hoffe, sie gefallen euch. Polarbär, wie ihr nach den Kobolden tritt, ist wirklich gut getroffen. Jedenfalls wünsche ich euch alles Liebe. Stets und wie jedes Jahr, ja, Nikolaus Weihnachtsmann. Ja, ich hoffe, euch hat diese Geschichte gefallen. Ja, da bin ich nach oben, sollte das der Fall gewesen sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen bzw. hören uns morgen in einem weiteren Adventskalender natürlich auf meinem Kanal. Bis dahin, habt ihr einen angenehmen Tag und haut rein. Ciao, ciao.